Heute vor 70 Jahren hat Adolf Hitler mit dem Angriff auf Polen den Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Am Ende waren mehr als 60 Millionen Tote zu beklagen. Damit so etwas nie wieder passiert und um die Erinnerung an die Verbrechen der Nazis wachzuhalten, haben Bürgermeister Häupl und Nationalratspräsidentin Barbara Prammer vor knapp einer Stunde einen Kranz am Albertinerplatz niedergelegt und sie haben an der Mahnwache teilgenommen beim Mahnmal gegen Krieg und Faschismus des Bildhauers Adolf Rdlička. Bis 21 Uhr ist am Albertinerplatz außerdem die Projektion von Bildern des Krieges zu sehen. Bilder von damals, als die Nazis ohne Kriegserklärung in Polen einmarschiert sind. Mit dabei auch tausende Österreicher, aber einige hundert Wiener haben den Kriegsdienst in der Wehrmacht verweigert und dafür ihr Leben riskiert. Eine Ausstellung im 2. Bezirk würdigt jetzt ihren Mut. In der Reihe der Kriegsdienstverweigerer Prominente wie Dietmar Schönherr, Oskar Werner und der Dichter H.C. Artmann. Auch Richard Wardini ist wegen Fahnenflucht im Arrest gelandet. Dass er damit sein Leben riskiert, war ihm bewusst. Ich habe mit der Mutter das besprochen, bevor ich eingerückt bin. Und hat sie gesagt, für dieses Regime kannst du nicht kämpfen. Richard Wardini hat überlebt, Karl Lauterbach nicht. Der Simmeringer hat sich selbst den Arm gebrochen, um nicht schießen zu müssen. 1942 wird das Stadionbad zum Treffpunkt der Kriegsdienstverweigerer. Danach ist in Wien eine Selbstverstümmelungsseuche ausgebrochen, heißt es in der Anklage der Nazi-Justiz. 70 Verdächtige werden verhaftet und gefoltert. Und es gab, insgesamt 29 Todesurteile, von denen der Großteil am 7. Februar 1945 am Militärschießplatz Kagran am Gelände des heutigen Donauparks vollstreckt worden sind. Auch der ehemalige Postler H.C. Artmann landet als Deserteur in der Todeszelle. Nur das Kriegsende hat die Vollstreckung des Todesurteils eigentlich verhindert. Nach dem Krieg ist er wieder zu seinem alten Postamt gegangen, hat zum Postamtsvorsteher gesagt, grüße, ich bin wieder da, ich würde jetzt gerne wieder als Briefträger arbeiten. Und der Postamtsvorstand sagt zu ihm, ja, das ist nett, aber das geht nicht, weil sie sind vorbestraft. Noch Jahrzehnte später werden Wehrmachtsdeserteure in Österreich als Feiglinge und Kameradenverräter beschimpft. Erst seit 4 Jahren wird ihre Haftzeit bei der Pension angerechnet. Die SS-Wachen, die in den Konzentrationslagern Dienst gemacht haben, die Häftlinge misshandelt haben alle, denen wurden die Zeiten alle anerkannt, aber den Häftlingen nicht. Und das ist aufgehoben worden dann im Anerkennungsgesetz 2005. Eine halbherzige Rehabilitierung, so die Ausstellungsorganisatoren. Bis heute sind die Urteile der Nazi-Justiz nicht aufgehoben. Was damals recht war, die Ausstellung im Theater Nestroyhof noch bis 15. Oktober. Der Eintritt ist übrigens frei. Und der ORF startet heute eine 5-teilige Serie unter dem Titel Der Zweite Weltkrieg. Der erste Teil zeigt Hitlers Blitzkrieg gegen Polen um 20:15 Uhr in ORF 2.